Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Es ist eine Ehre zu dienen. Part Die Let's Flotte Play meldet sich. Rome 2 Total War mit den Makedonen, die große Kampagne nach der Emperor Edition. Und im letzten Part konnten wir Norditalien für uns erobern. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass Rom einfach fett verteidigt ist. Schon Stufe 3 zu sein scheint. Ja, eine Militärkolonia Stufe 3. Außerdem zwei Kasernen, also eine abgefahrene Garnison hat. Allerdings muss man einfach sagen, haben wir hier oben auch zwei sehr starke Armeen und du kannst nicht ins Plündern. Du willst nach Genua zurück, um da die öffentliche Ordnung zu erhöhen. Ich glaube schon. Wird aber in der nächsten Runde zum Beispiel schon mal ein Schrein fertig. Ich glaube, wir überziehen gerade krass unser Wirtschaftsbudget, also so ist ja nicht, ne? Aber ich glaube, wir sollten Eure mal die Runde Befehle. beenden. Oh, wir können in der Cisalpina auch mag geschwind unsere Probleme lösen. Einfach mal ein Panel mit Kirkensis erwirken. Das müsste dann besser laufen. Ja, wir haben uns dadurch natürlich gerade sehr schön ausgebreitet und jetzt steht auch noch eine Armee in Rom. Ja, genau. Ich würde sagen, Pontos wird bald vernichtet sein. Und die Galater werden immer härter und härter. Auf der anderen Seite können wir uns mit den Galatern auch noch beschäftigen, wenn wir dann nach Osten ziehen. Und die Chimera, die alten Kesselflicker, wollen Antea angreifen. Ach, was machen denn die Noriker da? Habe ich mit denen nicht ein Handelsabkommen? Hat das jetzt geklappt oder nicht? Keine Ahnung. Okay, es hat nicht geklappt. Super, das heißt, wir haben in Patavium, in der Cisalpina jetzt erstmal wieder positive öffentliche Ordnung. Das wird gleich auch noch besser und, Genua. Genua braucht eigentlich keine wirkliche Kaserne. Du gehst mal ein bisschen scouten. Hier ist nichts. Dann stellst du dich mal ins Plündern, denn ich habe hier noch keine Hafensiedlung. Das heißt, das sieht noch ganz gut aus. Okay. Dreimal Söldner der kampanischen Kampagne. Hier müsste die öffentliche Ordnung natürlich auch ziemlich im Hintern sein, aber das... das lassen wir erstmal so. 23 Miese. Ja gut, das muss dann halt mal gehen. Und wenn wir hier eine Rebellion kriegen, das bedeutet ja nicht sofort den Untergang. Und so, jetzt müssen wir aber mal schauen. Große Frage ist, ja, ich glaube, ich versuche mal hier die Armee zu vergiften. Ich hoffe, das klappt. Ja. Und da sind, genau, da sind nämlich viele Kampaner gestorben. Das ist mal ein richtig, richtig erfolgreicher Schlag gewesen und die nächste Spionin kommt schon runter. Bereit zum Kampf. Beeilt euch, Männer! Der Plan, der hier gerade so ein bisschen in meinem Kopf entsteht, ist eigentlich relativ simpel. Und zwar möchte ich eigentlich quasi mit zwei Armeen eben belagern. Aber die Frage ist gerade... Erstmal... Ah, Eusorus ist immer noch verwundet. Das ist ungünstig. Den hätte ich nämlich echt gebraucht. Von euch beiden ist der bessere General. Okay, du kannst mehr. Du hast aber eigentlich die bessere Armee. Das heißt, erstmal,
du heuerst die Söldner an. Das heißt, wir greifen erst in der nächsten Runde an. Wir hungern nach einer Schlacht. Wir greifen erst in der nächsten Runde an, denn dann ja, müsste das einfacher werden. Und ich würde ganz gerne nochmal irgendwas bauen. Irgendwas, was noch mehr Geld bringt. Was sieht's denn hier aus? Das bringt vor allem auch Nahrung, aber bringt auch nochmal übrigens Wirtschaft, ne? Ja, dann bauen wir mal den und dann bauen wir hier noch irgendwie Wirtschaft. Ich erwarte eure Befehle. Ah, jetzt wird's interessant. Eure Befehle. Blockade wird aufgestellt. Ja, das ist soweit bekannt. Errichtet eine Blockade. Es ist eine Ehre zu dienen. Ausrücken. Noch weht guter Wind. Okay, das heißt, du kannst nicht, man kann nicht nördlich von Brundisium an Land gehen, sondern muss hier an Land gehen. Ja. Ja, also wir haben hier noch einige Probleme und ich frage mich gerade, welche Schlacht wir als nächstes schlagen. Oh, das sind sogar diesmal richtig gute Einheiten. Kommandant! Sofort! Wie lautet euer nächster Befehl? Habt ihr noch weitere Befehle? Odessos kann sich aber im Zweifelsfall eher verteidigen. Außerdem meine ich jetzt mal, dass er mich da erstmal nicht angehen kann. Weil ich hier nicht noch eine Flotte... Ah ne, die habe ich rübergezogen, ja. Wenn ich gerade etwas vor mich hinrede, dann ist das halt so. Oh, die Bräuki, die kriegen aber gerade auf den Sack. Von wem denn? Na egal. Und was wir auf jeden Fall mal tun müssen gleich in der Forschung, wenn das vorbei ist, ist hier in der Belagerung weiter forschen. Zum Beispiel das Munitionslager. Und in der Runde. Ja, ich gebe gerade die Initiative ein bisschen an die Römer ab. Vor allen Dingen in dem Stil, dass ich ihnen Zeit gebe, nachzurücken. Aber auf der anderen Seite möchte ich das ja auch. Ich möchte die Römer eigentlich am liebsten in Norditalien halten. Oder was heißt halten, in Norditalien stellen. Vielleicht kann man ja einen Frieden mit ihnen machen, ohne ganz Italien zu besetzen. Denn... Okay, Zypern wurde gerade von wem besetzt? Von den Seleukiden. Mit denen müssen wir uns eben auch noch prügeln. Und mein Problem ist, ich möchte, wie gesagt, gar nicht so weit nach Westen, weil wir ja bis nach Baktrien müssen. Zumindest müssen wir Baktrien erstmal erreichen. Tretet ein, Freund, und sprecht. Ist. Genau. Ich nehme an, wir haben ein Abkommen und... Okay, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Wir hungern nach einer Schlacht. Okay. Zu euren Diensten. Erstmal versucht ihr, die Garnison zu vergiften. Das ist jetzt sehr riskant, die ist Level 1, ne? Aber man kann ja auch mal Glück haben. Genau. Ich kenne nicht. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Garnison? Es sind ja noch viele Felites. Die Frage ist, eigentlich möchte ich aber trotzdem versuchen, hier die Armee zu sabotieren. Weil wenn ich ganz, ganz viel Glück habe... wenn ich ganz, ganz viel Glück gehabt hätte, dann kann die gleich den Kampf nicht unterstützen. So, genau. Du umstellst das Ganze mal. Die Siedlung wird belagert. Du ziehst schon mal nach hier. Jetzt ist nämlich Rom auf dem Präsentierteller. Und da möchten wir sie haben, ne? Also, das ist ja mal wohl klar. Warte mal.
Ne, okay, das heißt, du würdest immer noch rausziehen. Und du meinst immer noch, dass wir diese Schlacht verlieren? Abgefahren. Abgefahren, abgefahren. Errichtet eine Blockade! Dann haltet man die Blockade aufrecht. Ah, das sind beides sehr lange Schlachten. Die möchte ich nicht mehr in diesen Part dran packen. Aber ich würde euch ganz gerne irgendwas zeigen, ne? Kann ich euch dienlich sein? Wir hungern nach einer Schlacht! Die verpissen sich wieder. An die Arbeit, Männer! Also, wenn wir die Chimera hier hinhalten können, ist vielleicht gar nicht so blöd. Wir können noch mal kurz ein bisschen Diplomatie betreiben, Karthago. Eure Worte fallen hier in Karthago auf aufmerksame Ohren. Zur Feier dieses Abkommens wird der Segen Baal Hamuns auf euch herabrieseln wie sanfter Regen. Die Einstellung. Aber schon mal ein Anfang. Libyen. Willkommen, ehrbarer Abgesandter. Sprech, und ich will mit der Stimme meines Herrn antworten. Okay. Dann war wahrscheinlich bei Karthago auch noch mehr rausholen können. Zwei auf dem gleichen Kampf. Und. Seid gegrüßt! Sprecht gern! Das ist ganz wichtig, denn Handel mit Karthago bringt natürlich viel. Ja, und Karthago zum Freund ist ja jetzt vielleicht, also brauchst du nicht als Verbündeter, aber so ganz nett, ne? Ah, es ist auf der anderen Seite natürlich sehr günstig, jetzt in dieser Runde anzugreifen. Ich werde, glaube ich, in dieser Runde angreifen, aber nicht mehr in diesem Video. Es tut mir leid, jetzt passiert schon wieder relativ wenig, um nicht zu sagen gar nichts. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen dieses sehr kurzen Parts, der eben auch aus Upload-Gründen relativ kurz sein soll. Dann bis zum nächsten Mal, euer Fein.